Yay! Das ist Martin Ebert. Es ist ja immer so, bei Hempels auf dem Sofa lade ich dann so meine Lieblingsmenschen und meine Lieblingsmusiker ein, von denen ich denke, die sollten sich alle mal kennenlernen und sich vorstellen und voneinander covern und irgendwie zusammen im Push gehen, mal einen Kaffee trinken und danach hierher kommen und Musik machen. Dich, Martin, kenne ich noch gar nicht so lange, aber du bist jetzt schon irgendwie so ein Lieblingsmensch. Und der Martin war der Erste, der im Dezember eine E-Mail schrieb, ey, hier, ich habe von deinem Format gehört, kann ich da mal mitmachen? Und dann dachte ich, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Früher musste ich immer schreiben, darf ich bei deinem Songslam mitmachen? Und jetzt werde ich angeschrieben. So, also du warst dieser Erste. Wir haben so ein Ritual jetzt schon etabliert bei der zweiten Ausgabe, dass wir sinnlos Wichteln machen. Also frei nach dem Motto, Peter Pans, heute ist nicht Geburtstag. Und es ist immer so, man muss immer demjenigen ein Geschenk geben, dessen Lied man an dem Abend covert. Da ich... Nee, wie ist denn das jetzt überhaupt? Nee, Quatsch, ich cover dich ja gar nicht. Wer dich heute covert ist... Emiel? Ich gebe... Ja, so ist das nämlich. Ich gebe ihm jetzt das Geschenk von Emiel, aber er covert mich und ich krieg ein Geschenk von ihm. So, bitteschön. So. Du musst ein Mikro nehmen, Junge. Wer soll dich denn hören da in der hinterletzten Reihe? Es ist ja so, ich dachte, ich kenne den Typen gar nicht. Ja? Dann googelt man sich so und guckt, was der so macht. Und dann denke ich, Alter, der spielt im Vorprogramm von den Zöllnern. Kennt jemand die Zöllner? Wie sagt, was machen die für Musik nochmal? Die, ich glaube, die sagen selbst, also hallo erstmal. Leipzig. Ich hab dich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen, ey, ist so schlimm. Ich wusste nicht, ich dachte, wir machen hier so die Switch back and forth Sache. Ja. Dass du mir das immer so unter die Nase hältst. Nee. Die Zöllner machen so. Also wenn ich irgendwas gut kann, dann ist es Frauen Geschenke machen, wie ihr seht. Die machen so Funk, also so deutschen Pop-Funk, Soul-Mucke, so große Besetzungen, teilweise 9 Leute. Und die haben dich ja, also die sind ja schon sehr lang around und schon zu DDR-Zeiten, wie man sagt, ne? Und die haben so einen ziemlich schicken Frontmann und die haben gesagt, ey, komm mal mit und mach mal Support bei uns. Das heißt, du bespielst da jetzt mit denen total große Bühnen. Oder hast du genau, bei der letzten Tour? Ich habe zumindest jetzt auf der letzten Tour einige... große Bühnen bespielt mit denen, ja. Ah. Und ich weiß nicht, was jetzt so passiert. Ich habe jetzt beim neuen Album von den Zöllnern ein bisschen mitgemacht bei einem Song. Hatte Hast die du Hoffnung, Drums gespielt, weil du das auch kannst? Nee, da habe ich so ein bisschen, so ein bisschen Percussion gesungen habe ich da. Ah ja, ja. Okay. Und jetzt weiß ich nicht, was passiert. Vielleicht nehmen sie mich wieder mit. Das wäre ziemlich geil. Mhm. Ja, das sind nämlich immer so die Gemeinsamkeiten. Weil bei den Zöllnern spielt nämlich mein Großcousin Saxophon und dann haben wir noch eine Gemeinsamkeit, haben wir dann festgestellt. Ist ja immer so, die Popakademie Mannheim ist immer so eine Größe, wenn man so Popmusik machen will, weil die sind so, naja, die sind halt cool. Ne? Und da waren wir beide irgendwie mal und da gibt es einen Menschen, der heißt Frank Itt, das ist der unter anderem der Bassist von Herbert Grönemeyer und der hat ja zu dir und deinen Texten gesagt, also ich weiß nicht, ob ich die Art, wie du phrasierst, geil finden soll oder scheiße. Wie findest genau, du das? Genau, nicht mit dem sächsischen Akzent, aber genauso hat er es gesagt. Weil er weiß nicht, wo der herkommt, aber ja. Wie ich das finde, ich kann ja gar nicht so viel dazu sagen. Also ich denke dann so, ja, okay, ist halt deine Meinung. Also ist jetzt nichts, wo ich richtig ansetzen kann und dann was damit anfangen kann. Was ist denn so besonders an deinen Phrasierungen und deinen Texten und deiner Musik? Ich weiß es nicht. Ich versuche halt immer so ein bisschen, ich bin ja eigentlich so Michael Jackson und Justin Timberlake affin so ein Stück weit und wahrscheinlich versuche ich ein bisschen was davon in diese deutschen Texte überfließen zu lassen hier und da. Also ich finde, da liegst du gar nicht so daneben. Also erstens mal siehst du ja eigentlich fast genauso aus. Wie Michael Jackson. Also du hast sicher ein paar OPs hinter dir. Das tut mir auch leid für dich, aber es ist eigentlich ganz gut gelungen, muss ich sagen. Da kann ich auch ganz mal hingehen. Ganz lieb von dir. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass du so Drummer bist, oder? Weil die machen ja auch so ziemlich rhythmisches Zeug. Und ich finde deine Texte und so, das ist auch immer sehr verschachtelt und rhythmisch. Ja, ich habe natürlich so durch meinen Drumming-Kram so immer die Möglichkeit, Texte auf alle möglichen verschiedenen Positionen zu setzen in meinem Kopf. Also innerhalb dieses Taktrasters und vielleicht kommt da immer mal was Schräges dabei raus. Okay. Ja. Also, und du singst sie, also einmal kurz muss ich ja erwähnen, ich habe Best of Slayer bekommen, genau mein Musikgeschmack. Also, ich sag mal so, bisher habe ich mich einfach noch nicht so richtig damit beschäftigt, boah. Aber das kann ja alles noch werden. Du stellst heute so ein paar Songs vor von deinem Album, das heißt Viele Visionen. Das kann man hinterher auch käuflich erwerben. Ich würde sagen,
ich muss sehr dazu aufrufen, das zu tun, denn du hast mir das irgendwann mal in die Hand gedrückt und da dachte ich, Alter, cool, coole Stimme, geil. Und du hast wie viele Instrumente dabei selber eingespielt? Ich habe alles getrommelt, alle Gitarren gespielt und alle Gesänge gemacht. Geil. Also ich würde sagen, davon zeigst du uns jetzt mal was. Er hat seinen Drummer mitgebracht, Ralf. Jen. Bühne frei für Martin Ebert. Sein, frag ich mich und spür den Sonnenschein, der sich heimlich in mein Zimmer stiehlt, aber irgendwie so falsch anfühlt. Ein neuer Tag bringt die alte Furcht. Bin ich zu schwach oder halt ich durch? Ist auch egal, ich muss alleine sein. Zieh meinen Vorhang zu und schlafe wieder ein. Irgendwas hat mir die Farben geklaut, mir den Spaß an allen Dingen geraubt. Irgendwie sind meine Sinne vereist, meine Augen sehen nur noch schwarz-weiß. Ich feiere den nächsten Song sehr, sehr stark. Also es gibt manchmal Lieder, die ballern mich einfach tierisch um. Das passiert nicht oft. Man ist ja dann auch irgendwann so ein bisschen abgebrüht, ne? Mit der ganzen Musik, die man so hört und kennt und selbst macht. Und hin und wieder schafft es jemand, ja wirklich mein Herz zu berühren. Und das ist der Laura nicht nur mit diesem Song gelungen, sondern auch mit allen anderen, die ich bisher von ihr gehört habe. Deswegen ich euch allen wärmstens ans Herz lege, folgt ihr und besorgt euch ihre Musik. Checkt sie aus. Danke, dass ihr hier seid. Und viel Spaß nachher noch mit den anderen. Wir spielen Heldin. Sag, hast du vielleicht eine Kuh? Vorhin für ein Geschenk bekommen, das habe ich dich gar nicht gefragt. Ich wollte nicht unnötig hier Zeit schinden, bis ich anfange. Ich habe so eine Art Notnagel als Geschenk bekommen, auf dem draufsteht, Laura. Kleines Geschenk, einfach nur so. Genau, und dann stehen da so ganz viele tolle Sprüche drin, unter anderem, dass derjenige, der geschenkt hat, stark überlegen musste, was er dem Beschenkenden schenken soll. Und es ist wie so ein Poesiealbum, da steht für und dann kann man ausfüllen, Martin Ebert von Emiel, mit so einer Fünftklässerschrift. Emiel, was ist da los? Immerhin nicht Erstklässer. Na, Emiel ist der Künstlername. Ich weiß, aber mit seiner Handschrift stimmt ja anscheinend was nicht. Naja, vor allem hat er sich verschrieben bei seinem eigenen Namen, ist komisch. Okay. Wir spielen euch einen Song... Emil lacht. Das ist gut, ein gutes Zeichen, wenn er lacht. Der kann nämlich auch anders. Okay, gut, jetzt. Wir spielen einen Song, der handelt von einer Begegnung, die war sehr flüchtig, aber auch ein bisschen nachhaltig für mich. Ich habe es verbraten, so wie alle nachhaltigen Begegnungen, die ich habe als Song. Okay, Phantom. Her. Bist du dir
das Chaos, das du hinterlässt. Einmal sehe ich dich nicht mehr, völlig überfahren von diesem Bild, das meinen Kopf besetzt. Haben uns nur für den Moment gesehen, so im Vorübergehen, da kam mein Herz ganz kurz zum Stehen. Leider weiß ich gar nichts über dich, ich kenn nur dein Gesicht, doch einen Namen trägst du nicht. Never.